Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Edge of Eternity. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Schwester gefunden. Und kommst du mit? Ja. Und wir müssen uns nun aufmachen, beziehungsweise wir haben uns nun aufgemacht, um irgendwas zu finden. Is getting worse. We have to find shelter. This way. Through the abandoned mines. Ich denke mal, das sind die hier. Um irgendwas zu finden, um sie zu retten. Das wollte ich eigentlich sagen. Das Wetter wirkt sich auf Widerstand und Schwächen im Kampf aus und kann zusätzliche Effekte haben. Oh, das heißt, wir werden jetzt angegriffen, ja? Hervorgehobene Elemente werden gestärkt. Elemente mit rotem Hintergrund werden geschwächt. Okay. The mines? Oh, I bet you're enjoying this. Hey, you're the one who said we have to find shelter. Yeah, but not in there. Got another idea? Yeah, dying in the snow. Ha ha! What? I said... Ha ha! Ja. Genau. Oh, da ist noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich mit. Was ist denn das hier? Ein Baum. So, den haben wir auch schon mal freigelegt. Sehr schön. Da hinten sind auch wieder Gegner. Irgendwie sehe ich hier gerade nicht allzu viel. Aber ich... Ja, doch, wir sind auf der richtigen... in der richtigen Richtung. Ich sehe den Punkt vor lauter Karte nicht. Ja, da hinten laufen die rum. Also zum Glück kann man ja vergleichsweise noch relativ nah an denen vorbeilaufen, an den Gegnern. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das ändert, wenn ich mal auf einen Gegner treffe, der irgendwie rot ist, dass der jetzt irgendwie schneller aggressiv ist oder so. Oh. Hab ich mich jetzt I will commend your soul to the gods. Ich wollte gerade nach rechts drehen und gucken, was das für ein Stein ist und ob ich den mitnehmen kann. Und im nächsten Moment kam die da rausgesprungen. Oh Gott. Ja. Fragezeichen. Ich schätze, ich werde jetzt wohl das erste Mal sterben. Was natürlich nicht so toll ist. Ich muss mal einen gucken. Das sind zwei, ne? Ja, die stehen von beiden Seiten. Ich mache das mal lieber so. Weil ich sonst, glaube ich, gar nichts mehr sehe hier. Ach du Scheiße. Während des Kampfes werden dir zusätzliche Bonusziele gestellt. Schließt du diese Ziele ab, ach, das fällt ihnen ja früh auf, erhältst du bessere Belohnungen. Bei Bosskämpfen gibt es besondere Herausforderungen, für deren erfolgreiches Abschließen du außergewöhnliche Belohnungen erhältst. Ja, geil. Der wird mich mit ein paar Schlägen, oder die werden mich mit ein paar Schlägen komplett platt haben. Ach du Scheiße. Also das ist wohl schlecht. Obwohl, das wird auch rot angezeigt. Hat das wohl doch nichts damit zu tun, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt mit rot unterlegten meinen, dass da oben dieser Kreis drin ist. Moment, ist der auch drin? Doch, der ist auch drin, wenn man das macht. Ja, keine Ahnung, dann weiß ich nicht. Ach, die wirkt ein Zauber. Wieso ist das ein Zauber mit dem Schwert? Blitzschlag, ja geil. Ach nee, Moment, den habe ich jetzt bei ihm. Stimmt. Take this! Ja, ich würde sagen, ich sterb dann mal, ne? Kann man irgendwie den Kampf ausweichen oder so? Scheiße. Tja, dann fängt unser Spiel schon mal mit dem ersten Kampf, mit dem ersten Tod an. Ja. Take this! Das ist natürlich richtig, richtig. By the will of the gods. Oh! Problem ist nur, dass mein Leben gerade fast völlig für den Arsch ist. Ich weiß nicht, wie weit die da angreifen können. Das ist jetzt das Problem. Ähm,
Ich gehe mit ihm mal ein bisschen weiter weg. Ja, das war klar, dass er nun auf sie geht. Aber sie hält im Moment noch was aus. Und er nicht. Das ist, ja, ihr großer Vorteil. Er muss sich auf jeden Fall schützen. Ja, noch weiter. Ich wollte gerade sagen, aber sie wird hoffentlich nicht unterbrochen. Moment, mit R kann ich das... Ach, ich kann fliehen! Okay. Nee, also im Moment... Noch kann sie was aushalten. Ich würde gerne mal ausprobieren, ob wir das hier schaffen. Yes! Sie hat den nämlich direkt mit einem Schlag platt gemacht. Das war jetzt richtig heftig, muss ich sagen. Vor allen Dingen waren das heftig starke Gegner. Aber so kann sie nämlich auch noch mal ein bisschen leveln. Das war, ja, das ist nach dem Motto Sekt oder Selters, ne? Ja. Man sollte halt vielleicht nicht unbedingt alles versuchen einzusammeln, was irgendwo aus dem Schnee rausguckt. Da hinten sind noch mal zwei von diesen Viechern, glaube ich. Okay. Okay, da, hallo? Was war das? Okay. Ja. Keine Ahnung, warum wir jetzt mitten auf dem Weg dahin irgendwo rausgezogen worden sind. Jetzt kann ich nur hoffen, dass hier in der Höhle nicht auch noch die Gegner irgendwie in jeder Ecke lauern. Weil das kenne ich vom Pokémon noch. Das war richtig grauenhaft. Kommt man keine zwei... sehr schön. Da kommt man keine zwei Schritte gehen, ohne angegriffen zu werden. Are you implying that I used magic to cause a snowstorm, so we had to come in here? I'm not that powerful. Yet. Uh-huh. But I admit, I'm glad we had to take this shortcut. So that you could rub it in? I'm not that petty, Darian. It's just that. It's not every day that we have a chance to put the past to rest. You wrote to me once that you were still having nightmares about that day. I knew I shouldn't have written that. But I never told you. You weren't the only one. You? Yes. Why? Have you forgotten what happened? Without you and your powers, the miners would have died. And us too, plain and simple. It was because of me trying to be a hero that you stepped into the crossfire. You saved us all, remember? You did it, no one else. I know. But it was the first time that I felt true fear. For you and for myself. So, we need some closure. You mean we need to put the past to rest? Yes, together. I got your back, sister. After all, it's because of me that Mom knows about your powers. I feel responsible for that. Okay. Ja, ich weiß, ich habe noch nicht viel gemacht, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was auf mich noch zukommen wird. Deswegen speichere ich dann doch lieber nochmal kurz ab. Weil ich auch keine Lust habe, das Ganze dann nochmal zu wiederholen. Oh, gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier alles einsammel. Weil ich, ja, immer ein bisschen zu schnell klicke. Du kannst beim Erkunden einen Feind angreifen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Danke für die mindestens zwei Folgen zu späte Einführung. Wenn es dir gelingt, mit dem Angriff einen Feind zu treffen, hast du einen Vorteil im Kampf. Du kannst mit dem Erkundungsangriff außerdem Truhen öffnen und Ressourcen ernten. Okay, aber Gorn, das sind diese Mistviecher. Oh. Nein. Die laufen einen auch noch hinterher. Willst du mich verarschen? Ja, oh, können wir da einfach so durch? Oh. Okay, also so ein bisschen fliehen kann man... Boah, da kommen schon wieder welche. Kann man hier dann doch? Ach du Scheiße. Wollt ihr mich denn verarschen? Ich habe keine Lust, gegen die alle zu kämpfen.
Oh, weg da. Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Mal wieder. Bin ich da? Keiner zu Hause. Oh Gott. Ist das euer Ernst hier? Aber es ist zumindest besser als bei Pokémon gemacht, weil bei Pokémon konnte man überhaupt nicht ausweichen. Ich dachte gerade, die kommen hinterher. Aber ich glaube, das hört sich hier überall nur so seltsam an. Jetzt weiß ich, warum die Dinger hier stehen. Und dann würde ich doch mal glatt sagen, wir machen einfach mal einen neuen. Ich habe jetzt gerade nicht so drauf geachtet. Dann würde ich doch glatt sagen, dass wir ja auch nochmal speichern, bevor hier irgendwas schief läuft und ich dann den Mist nochmal von vorne anfangen muss. Boah, ich dachte gerade, die kommen jetzt hier noch durch. Tschüss. Oh, fuck. Fuck. Es ist kein Bosskampf, oder? I don't know. Are you? A little, but we're not kids anymore. Let's put the past to rest. Remember us, buddy? 8 years we've been waiting for this. I loathe to use the Force this way. He's badly worn out. We can do this! Its magic is almost completely depleted. It is holding up by the sheer strength of its will. Erstens, keiner weiß, ob da jetzt noch Kleine gerufen werden. Das befürchte ich nämlich schon fast. Aber gut, ich kenne jetzt das Spiel nicht. Das kenne ich halt nur von Pokémon, dass dann immer wieder Kleine dazu gerufen werden. Und zweitens glaube ich nicht, dass wir viel Schaden machen. Aber er macht uns wahrscheinlich auch extrem viel Schaden, oder? Okay, er ist auf sie fixiert. Also... Oh, er bleibt auf mich fixiert. Willst du mich verarschen? Okay. Take this! Dann wollen wir dem doch mal hoffentlich den Rest geben. Oh Gott. Take this! Ach du Scheiße. Okay, er hält definitiv wahnsinnig viel aus. Gehen wir mal dahin. Oh, ich wusste es. Fuck, ich hab's gewusst. Die Frage ist jetzt... Wenn wir uns weiter auf den konzentrieren, bleiben die Kleinen dann da oder bleiben die dann nicht da? Oh, das war jetzt aber wirklich alles andere als viel Schaden. Oh, fuck, der macht echt sehr viel Schaden gerade. Okay. Ja, falsche Taste, ich weiß. Ja, die Kleinen bleiben. Scheiße, ich hab's gewusst. Okay. Das Problem ist nur, dass die wahrscheinlich jetzt unterbrochen wird. Ich möchte aber den angreifen, weil der kann sie, glaube ich, nicht angreifen. Oh, okay. Besonders viel halten die jetzt aber nicht aus, oder? Gut, sie machen natürlich zu dritt Schaden, was alles andere als gut ist. I will commend your soul to the gods. Okay.
Ja, aber den müssen wir als erstes ausschalten. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich greife erst den anderen an, aber den müssen wir als erstes ausschalten. So. Naja, bis dahin. Ich schütze die mal. Ach so, und er kann angreifen. Ja, wunderbar. Vor seiner zweiten was? Wie? Was stand da eben? Ach du Scheiße. Da stand gerade irgendwas, man soll den besiegen vor seiner zweiten Verwandlung oder irgendwas. Keine Ahnung. I guess you were right. Getting some closure does feel good. Forgetting the past and moving forward. Well, closure is one thing, but technically, you still owe me. What? Hey, weren't we putting the past to rest? We were, but... You know, heartfelt speeches and privileged brother-sister moments don't cancel out lifelong debts. Technically speaking. Sure they do. No, no, no. I'm sorry. I still own you, brother. I guess you'll beat me over the head with it all the way to Hirelsor. Once or twice. Tops. Okay. Wir waren gerade noch in der Höhle, aber plötzlich hat sich alles andere um uns herum aufgebaut. Auch nicht schlecht. Gut. Ist der Weg noch lang? Nein, wir sollten ja eigentlich bald durchkommen. Ich würde sagen, das haben wir uns jetzt redlich verdient. Aber jetzt schaue ich mal. Lederarmband ist drin. Da habe ich jetzt wieder nicht geschaut. Das war ja wieder klar. Nein, ich möchte... So... Lederarmband. Handschuhe. Lederarmband. Ist das jetzt das gleiche? Ja. Er will es auf jeden Fall nicht tauschen. Hose haben wir nicht. Sonst haben wir aber anscheinend auch nichts bekommen. Lederarmband würde ich gerne gegen die Handschuhe tauschen, aber ja, will er anscheinend nicht tauschen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier nicht geht. Okay. Können wir ihr die Handschuhe geben? Können wir auch nicht, weil wir die Sachen offensichtlich nicht weitergeben können. Naja, gut, okay. Aktiver Platz. Platz verfügbar für einen neuen Kristall. Haben wir noch einen? Ja, offensichtlich ja. Platz verfügbar. Den können wir auch reintun. Oh Gott, wir haben... Oh je. was bringen die denn alle, dass wir das hier alles... Dass wir das ja alles doch gar nicht gemacht haben. Hilfe, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Okay. Hier, Lederarmband, Lederarmband. Angriff, Magie. Ja. Okay, da kann man jetzt nicht wirklich viel... Also da ist nicht wirklich viel Unterschied. Gerechtigkeit, Morgenstab. Morgenstab ist neu. Aber, ich wollte gerade sagen, aber nicht von ihm, genau. So, Kristall. Wir haben anscheinend zwei rote Kristalle noch dazu bekommen. Der Pfad ist nicht verfügbar, weil ein anderer Pfad aktiv ist. Ja, ich konnte ja auch nichts anderes machen. Hier war ja zu. Na gut, lassen wir das jetzt erstmal so. Wir werden auf jeden Fall mal eben ganz schnell speichern. Ich weiß, ich gehe euch damit auf die Nerven. Jetzt schauen wir mal eben. Moment, das war der erste. So. So, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, den Bosskampf eventuell nochmal machen zu müssen. Kristallscherbe, sehr schön. Gucken wir natürlich, dass wir hier alles einsammeln. Oh, da sind schon wieder diese Mistviecher. Dunran, das sind die anderen. Okay, ist nicht ganz so schlimm. Aber man muss ja nicht unbedingt mit allen kämpfen, ne? Ich meine, es macht uns natürlich stärker. Also wäre es dann gar nicht mal so schlecht, wenn wir hin und wieder Kämpfe machen. Aber... Ach so, das kann ich so nehmen. Das kann ich jetzt aber auch nicht ernten oder so, ne? Weil die meinten ja, man sollte es ernten, indem man...
die rechte Maustaste drückt. Naja, aber irgendwie, weiß ich nicht, das funktioniert irgendwie nie. Egal ob bei Bäumen oder sonst was. Das sind übrigens jetzt mal andere Bäume, die wir noch nicht mal ansehen können. Nee, also bei denen scheint es auch nicht zu funktionieren. Ich weiß nicht, was das soll. Da kommen dann immer irgendwelche Hinweise und man kann es nicht machen. Schade. Da leuchtet noch was. Hier leuchtet auch noch was. Ich weiß ja nicht, wofür wir das ganze Erz und so gebrauchen, aber wir sollten es auf jeden Fall einsammeln, wenn wir können. Denke ich zumindest. So. Da ist auch eine Truhe, sehe ich gerade. Da war ein Trank drin. Okay, wenigstens habe ich jetzt mal aufgepasst, was drin war. Da hinten laufen schon wieder mehr von den Viechern rum. Ich muss jetzt da rum, oder? Oder kann ich hier so drüber? Nee, ich muss hier drüber. Ah, oh oh. The bridge is down. No way to cross. Well, I should be able to make a makeshift bridge with one of the trees. That is going to take forever. Have a better idea? Let me check it out. These are old military devices, Celine. Abandoned a few decades ago. They're no good anymore. They were powered by crystals, weren't they? If left alone for a few years, even depleted crystals can recover a little bit of energy. Let me try to tap into it. Dann mach das. Ich habe keine Ahnung. Oh oh. Ach, das ist ein Rätsel. Oh, ich dachte gerade schon. Kein verfügbares Ziel in Reichweite. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ah, okay, vielleicht doch. So, du. Achso, du bewegst dich. Muss ich erstmal drücken. Die Frage ist nur, bleibt das jetzt so? Anscheinend ja. Okay. Perfekt. So. Okay. Also das scheint jetzt ein Rätsel gewesen zu sein. Ja, cool. Dann haben wir auch mal unser erstes Rätsel hier gemacht. Ich habe davon was mitbekommen mal in einem Video. Das war aber irgendwie ein sehr kompliziertes Rätsel und ich hatte keine Ahnung, was der Typ da macht. Und ich denke mal, das war jetzt wirklich eins davon. Wir sind kurz vor unserem Ziel. Da würde ich doch fast sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor wir weitergehen. Und dass wir dann in der nächsten Folge sehen, ja, was Heralsor ist, beziehungsweise was wir da machen können und so weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao!